Ja, am besten nehmt ihr euch jetzt schon mal Stifte und Zettel mit dabei und fangt an mitzuschreiben, denn ich werde ein bisschen mit Zahlen jonglieren müssen, um euch dazu mal meine Einschätzung bekannt zu geben. Wann lohnt sich denn der Wohnmobilkauf im Vergleich zur Wohnmobilmiete? Wo fange ich an? Ich fange mal an bei der herkömmlichen klassischen Miete. Was mache ich? Ich plane meinen Familienurlaub, meinen Sommerurlaub und möchte 3 Wochen los. Und 3 Wochen Miete kostet bei uns 79 Euro in der Nebensaison. Nebensaison ist auch zum Beispiel der Mai. Jetzt kann nicht jeder bei der Firma Dümo mieten, aus regionalen Gründen oder weil wir auch keine Kapazitäten mehr haben, was schon mal vorkommt, rechnen wir mit 99 Euro im Vergleich dazu bei einem anderen Anbieter. Dann wären das für die 3 Wochen, also 21 Tage, bei der Firma Dümo 1719 Euro und bei einem x-beliebigen Vermieter, der vielleicht 99 Euro am Tag nimmt, sind wir dann inklusive Übergabepauschale immer gerechnet bei 2229 Euro. Ja, und jetzt im Vergleich dazu der Kauf. Natürlich ist es eine spannende Frage, was kaufe ich überhaupt? Aber wenn es jetzt rein um die Frage geht, was ist wirtschaftlich für mich, dann nehmen wir natürlich auch ein Budgetauto. Und wenn wir ein Budgetauto nehmen, dann nehmen wir auch das, was wir da auf dem Bildschirm gesehen haben, einen schönen Kastenwagen hier aus der Pössl-Gruppe. Und zwar habe ich mir da rausgepickt aus unserem aktuellen Angebot den Roadcar R540. Bieten wir an als Neufahrzeug für 36.750 Euro. Ist sofort verfügbar, kann man morgen einsteigen, Schlüssel umdrehen, losfahren. Da muss man auch nicht ein Jahr im Voraus seinen Urlaub planen, sondern der steht dann gepackt vor der Tür. Okay, soweit so gut, 36.750 Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus, Geld spielt keine Rolle. Habe ich also einfach da, liegt auf dem Konto und kann ich mir so leisten, das Fahrzeug. Ja, aber was ist mit den laufenden Kosten und was verliere ich denn da in einem Jahr beziehungsweise in 3 Wochen? Auch das habe ich mir gedacht. Zeige ich euch einfach mal in der Praxis. Und zwar habe ich bei mobile.de ein Fahrzeug gesucht. Als Suchkriterien, ich habe nicht viel eingegeben. Ich habe eingegeben Marke Roadcar, Modell 540. Und dann habe ich gesagt, ich will nur die Gebrauchtfahrzeuge sehen. Ich möchte keine Neufahrzeuge sehen, damit ich eben sehen kann, der günstigste Gebrauchte, wo liegt er denn? Fand ich richtig gut, weil das nämlich in meine Argumentationskette reinpasst. Hier haben wir ein Fahrzeug von 12/2016, auch vergleichbarer Motor, hat eine normale Laufleistung, 49.000 Kilometer, ist das günstigste Fahrzeug in ganz Deutschland, liegt bei 34.000 Euro. Der wird wahrscheinlich morgen verkauft sein, also wenn ihr das jetzt gegenprüfen wollt, dann schnell, ganz schnell. Direkt der nächste, der zweitgünstigste in Deutschland, ein Jahr alt, also von Mai 2019, ganz wenig nur gelaufen, was auch realistisch ist nach einem Jahr, 6.400 Kilometer, also wahrscheinlich gar nicht als Alltagsfahrzeug genutzt, sondern wirklich als reines Reisemobil und da liegt der Preis bei 36.200 Euro. 36.200, Moment, wo lag der Neupreis? Der Neupreis lag bei 36.750 Euro. Also haben wir jetzt sage und schreibe 550 Euro Wertverlust. Okay, vielleicht muss man da noch ein bisschen verhandeln und kann den Preis noch drücken auf 36.000, aber da ist auch Ende der Fahnenstange. Also wir müssen davon ausgehen, ein Budgetfahrzeug, was ich eingekauft habe, hat so gut wie gar keinen Wertverlust. Selbst als Neuwagen nicht. 36.750 Euro, 550 Euro habe ich verloren in einem Jahr. Kapitalbindung, wie gesagt, lassen wir jetzt in diesem Rechenbeispiel unberücksichtigt. Nicht jeder hat so viel Geld einfach rumliegen, aber wir müssen es unberücksichtigt lassen, weil wenn wir jetzt anfangen, Zinsen gegenzurechnen und Finanzierungskosten, dann kann ich euch kein Wohnmobil mehr verkaufen. Das geht ja auch nicht. Wobei wir da auch da super günstige Finanzierungsangebote haben und in der aktuellen Niedrigzinsphase kann man sogar darüber nachdenken, ein Fahrzeug zu finanzieren, selbst dann, wenn man das Geld liegen hat, wenn man bessere Renditeanlagen kennt. Ja, die laufenden Kosten, Steuer, Jahresbeitrag, ein Fahrzeug in der aktuellen Euro 6D Temp-Motorisierung liegt bei 280 Euro Jahresbeitrag.
Versicherung, auch da können wir behilflich sein. Wir haben ein Partnerunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, haben einen super Rahmentarif für unsere Kunden ausgehandelt. Liegen wir bei so einem Fahrzeug unter 40.000 Euro, bei 350 Euro inklusive Vollkaskoversicherung im Jahresbeitrag, haben dann also Gesamtkosten gehabt, ohne Finanzierungskosten, von 1.280 Euro. Dafür habe ich das Wohnmobil 365 Tage vor der Tür stehen gehabt, bepackt, konnte jederzeit damit in den Urlaub fahren und das ist es, was es mich am Ende dann gekostet hat. Im Vergleich zur Miete, die ich langfristig planen muss, da nur 3 Wochen, nicht 52 Wochen, hat gekostet im Beispiel gute 2.000 Euro. Also ab wann lohnt sich der Kauf? Im Prinzip sofort. Ist aber gar nicht schlimm, wenn ihr mir das nicht glaubt, denn wenn das so ist, dann könnt ihr einfach bei mir mieten. Ich freue mich, weil ich muss gar nicht eben ein Fahrzeug verkaufen unbedingt. Ne? Wir haben eine riesige Mietflotte auch und ich würde mich freuen, wenn ihr bei Dumorent vorstellig werdet. Der liebste Kunde ist mir der, der 3, 4, 5, 6, 7 Mal gemietet hat und dann irgendwann doch kauft. Tut euch keinen Zwang an, kommt einfach vorbei. Wir beraten euch gern. Wir versuchen auch das richtige Fahrzeug für euch zu finden. Es muss nicht unbedingt das Budgetfahrzeug sein, mit dem funktioniert die Rechnung natürlich am besten, aber es gibt genauso den Kunden, der sagt, ja, aber ich möchte auch ein bisschen Selbstverwirklichung betreiben, ich möchte ein bisschen schickes Design haben, möchte schöne Felgen drauf haben und es soll auch noch was aussehen. Ne? Dann funktioniert dieser Vergleich nicht mehr ganz so gut, aber auch da wird es im Gebrauchtwagenmarkt honoriert im Bereich der Wohnmobile. Auch für den Kunden, der nicht auf den allerletzten Euro guckt, haben wir das richtige Produkt hier bei uns. Ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, unser Beitrag. Schreibt uns gerne drunter, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung dazu. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Dumo TV. Jeden Freitag immer wieder interessante Themen. Und ja, bis dahin. Ciao. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dumo TV.